jetzt haben wir bei der Modenschau. Gerade war ich draußen bei der Rückgewogen Night und jetzt haben wir auf dem Laufsteg. Jetzt gehen wir mal vierer, geben die Kinder mal mit. Schaut's, gibt's. Schauen wir mal, ob Leute da sind. Psst. Schauen wir mal, haben Leute da. Hey, jetzt gehen wir wie Models. Also, so geht ein Model. Ein Model trat einen Arsch umeinander, so. Und, du gehörst da Vierer, du bist ja so ein kleiner Zwack, geh wegen Vierer. Also, das haben jetzt heute unsere Models, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich. Ihr werdet jetzt dann schauen, was wir mir da euch zeigen, gell? Die haben jetzt schon mal Arbeitsgewand da. Der hat so einen schönen Overall. Wie heißt denn du? Lorenz. So ein schöner Name. Und du? Luisa. Die Kenny. Und du? Jonas. Und du? Pascal. Und du? Max. Und die, glaube ich, kenne ich auch, gell? Simona. Also, an die Kindermodels, also die jetzt mit mir mitgegangen haben, jetzt gehen wir aber. Also, jetzt gehen wir eine Runde um den Laufsteg und die Leute dann alle klatschen, weil es ihr so schön hat. Auf geht's, kommt's, ich geh vor. Und... Das waren die Kinder. Ich glaube, dass Kinder extrem wichtig sind. Kinder, unser Nachwuchs, wir alle brauchen den und wir alle sind froh. Aber jetzt wollen wir mir oder ihr was anderes sehen. Herzliches Grüß Gott noch, lieber Anton Pfanner, liebe Brigitte Pfanner. Ist für uns eine Ehre, dass ihr beide gekommen seid. Und auch natürlich an dich, Nicola, als die Königin des Bieres. Aber wir wollen jetzt, oder ich will jetzt nicht mehr viel reden, ich will euch die neueste und aktuelle Schnittschutzkleidung vom Pfanner sehen. Wir haben drei Durchgänge. Durchgang 1, Schnittschutzkleidung. Durchgang 2, Outdoor-Kleidung. Durchgang 3, Arbeitskleidung. Pfanner. Was ist der Pfanner? Da sehe ich gerade Manuela Ganzbeck mit ihrem Mann. Ganzbeck ist der Begriff in der Mode. Gibt's nichts Besseres. Ich habe immer Ganzbeck-Hosen und Ganzbeck-Socken, alles vom Ganzbeck. Das Beste. Aber in unserer Branche ist der Pfanner das Beste. Weil der hat Schnittschutzkleidung, die ist perfekt. Freizeitkleidung, Arbeitskleidung, perfekt. Nichts Besseres gibt's gar nicht. Und wir zwangen euch jetzt mit unseren Models die Pfanner-Schnittschutzkleidung. Seid ihr bereit?
Monika Schreiner, unser Topmodel hier aus Buch. Riesenapplaus. Danke, Monika. Ein weiteres Topmodel, halbes Familienmitglied, die Elena Horner aus Makel. Danke fürs Mitmachen. Auch du musst zum Umziehen. Er ist ja Profi-Model, das habt ihr schon gesehen. Also der hat natürlich den optimalen Job, wo er das nebenbei machen kann. Weil in Wirklichkeit arbeitet er bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Und die haben halt nicht so viel zum Tor. Ein Mensch, der Hartenbach hat gesagt, der schaut zu. Lieber Martin Hartenbach, falls du zuschaust in Kassel, viele Grüße hier aus dem Süden. Christian, danke fürs Mitmachen, extra aus Freising angereist. Danke. Umziehen. Der mit den wenigen hat, der kann alles, sogar Model machen, unser Lagerchef. Danke, Flo, auch dir pressiert es zum Umziehen. Unsere Gabi, wir haben gesagt, wir müssen Entwicklungshilfe leisten. Auch sie wohnt da im Buch, ist mit uns gut befreundet. Entwicklungshilfe deswegen, sie ist Österreicherin. Ja. Gabi, danke. Professor Dr. Baumgartner hat kurzfristig einspringen müssen, weil uns einer mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist. Danke, dass du heute in der Früh habe ich angerufen, sage ich, du musst. Dankeschön fürs Mitmachen, Hannes. Max ist super. Der Thomas Wimmer aus Stammheim, gefragt, mitgemacht, arbeitet generell auch im Pfanner, obwohl er normal bei der Bank ist, aber er geht ab und zu ins Holz und auch top ausgerüstet. Thomas, Dankeschön. Sebastian Neuleitner, Nachbar hier, Bauer, arbeitet im Wald und ohne die Neuleitners wären wir da unten sowieso nichts, weil wir brauchen euch oft nur, wenn wir einen Bulldog brauchen. Dankeschön. Der jüngste Spross in der Familie, unsere Laura, auch du kommst jetzt dann zum Einsatz. Danke, sie ist erst 12 Jahre. Danke. Jetzt macht man eine Wette. Wie viele Kinder hat diese Frau? Sag da eine Zahl. Falsch. Wer hat denn sie mitgeschrieben? Das stimmt wirklich. Also mir hat es keiner geglaubt. Die Elfriede arbeitet Tag und Nacht im Holz an ihrem Bauernhof. Sie haben einen Rückgewogen von uns. Dann habe ich sie gefragt, Mensch, magst du nicht mitmachen? Sie ist aus der Nähe von Rosenheim, Brina am Chiemsee. Sag ich, magst du mitmachen bei der Modenschau? Dann hat sie gesagt, selbstverständlich, Kimi, freut mich wirklich. Danke. Freue mich. Und umziehen. Ja, Julia, unser Topmodel. Sie ist ja praktisch die Chefin beim Ganzbeck, sage ich immer. Ich bin zum Einkaufen gehe beim Ganzbeck und kleidet mich die Julia ein. Also sie ist wirklich eine Top-Verkäuferin, eine Top-Modeberaterin und schaut natürlich auch alles top aus. An ihr nur Julia. Heimstädter, alles Städter, aber so kannst du nicht ins Holz gehen. Und darum denke ich, sollte man jetzt eigentlich schon einmal zeigen, dass der Pfanner nicht mit Steckeschuhen arbeitet, sondern dass der Pfanner auch gescheite Schuhe hat zu der gescheiten Kleidung, oder? Ja, war schon gut. Ich glaube, jetzt schauen wir mal, ob wir doch jemanden haben. Da gehören gescheite Sockerl drunter, gescheite Schuhe. Und da schauen wir jetzt, ob wir die haben. Ha? Und du gehst zum Umziehen. Möglichst wenig umziehen, gell?
jetzt haben wir komplett die Juchtenschuhe und der Zermattschuh. Damit ist die Forstkleidung perfekt und wir können sicher in den Wald gehen. Beratung später. So, jetzt geht es aber gleich weiter mit der Freizeitkleidung. Freizeit und Outdoor. Outdoor brauche ich zum Beispiel mit der Motorsäge, brauche ich zum Schwammerlsucher. Ich habe mir Schwammerlsucher angefangen, heuer. Ich habe noch keinen Zecker heimgebracht. Warum? Weil ich eine Pfannerhose angehabt habe, eine Outdoor-Hose. Mit Zeckenschutz. Super, gell? So, auf geht's. Gleich geht's weiter. We'll be right back.
Also das ist der Anton Pfanner, der den Helm erfunden hat. Das ist der Anton Pfanner, der dafür sorgt, dass er gescheite Kleidung gibt. Und lieber Anton, mit der Brigitte, ich sage, es ist immer wichtig, eine starke Frau an der Seite, sonst geht's nicht. Ich denke, das ist auch für dich eine Ehre, dich ins Goldene Buch eintragen zu dürfen. Ich bin gerade sprachlos, aber das ist das erste Mal in meiner Geschichte, wo ich vor so vielen Leuten sitzen darf und das besondere Ehre in ein goldenes Buch. Politisch habe ich es nicht weit gebraucht, so weit, dass ich reinkomme, aber in dem Fall als Entwickler für die Sache, beziehungsweise die sichere Sache, den Kopfschutz, 12 Jahre. Und ich muss gern sagen, Hochachtung von dir, was du für unsere Familie getan hast, beziehungsweise für unser Unternehmen. Und dass ich heute so eine große Ehre zu mir wird, danke nochmals an die Familie und Betrieb Unterrenner. Ja. Also. Ich sage danke ans Live-Publikum vor der Kamera daheim oder vor dem Bildschirm daheim. Ein danke an euch. Nochmal ein kleines Applaus für unser tolles Team da hinten. Schauen wir, ob der Applaus riesig ist. Eicher Applaus. Danke an den Bildschirm zu Hause. Pfiat euch, Servus.